Einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Aliens Colonial Marines. Und ich glaube, mit Zuhause haben wir jetzt auch endlich die letzte Episode in Angriff, und wieder mit dabei sind der Bulldog und der Pansenwilli. Hallöchen! Wieder haben wir uns hier zusammengefunden, okay, ich starte um böse schon mal. Aliens zu töten und Forrester den Flammenwerfer wegzunehmen. Ja. Sowas machen die. Ja, sowas machen die mit mir. Siehe letzte Episode. Mhm. Das kommt davon, wenn der Chef liegt. Stimmt gar nicht, ich bin ja nicht geflogen. Das kommt davon, wenn der Chef einen Raketenwerfer in die Hand kriegt. Das schon eher. Raus hier, Junge. Beim Austritt aus der Atmosphäre werden alle im Laderaum sterben. Also raus. Das ist dein Befehl. Wie kommen wir hier raus, Bishop? Winter! Er steckt fest, Reed! Suchen Sie mit Bishop einen Weg hier raus! Kein Marine bleibt zurück, klar? Ihr versucht, die Luftschleuse zu öffnen. Ich versuche, Cruise zu holen. Alles klar, Jungs und Mädchen. Wir gehen mit Reed und Hicks durch den Wartungsschacht. So kommen wir rein. Uns bleiben noch etwa 8 Minuten bis zum Verlassen der Atmosphäre. Halt! Keine Diskussion! Los! Verstanden. Los, weiter! Alles klar. Ihr habt diesen freundlichen Mann gehört. Ein Magazin wäre gut. Wir haben 8 Minuten, Sir. Ich werde Sie da rausholen. Sind Sie verrückt? Ja. Winter, hauen Sie ab! Bishop, die Königin ist mit uns hier im Hangar. Sind gleich da. Okay, ihr könnt auch nicht durch, oder? Winter. Nein. Guter Plan. Nein, die Arschkarte. Okay, also ihr besiegt die Königin und ich warte hier. Alles klar? Ja, da war doch irgendwas. Erschießen kann man die, glaube ich, nicht. Ich bin schon automatische Ausrichtung wurde bei dem Unfall zerstört. Das müssen Sie manuell machen, Winter. Habe verstanden, Bishop. Schaffen Sie sie zum Frachtabwurf, bevor Sie den Hebel betätigen. Okay, wo ist der Frachtabwurf? Ach, da. Ja. Ja. Au. Oh, Hilfe. Ich bin hier. Noch lebe ich. Jetzt nicht hoch. Was ist mit euch? Richtig am Boden. Okay, Uli, kannst du helfen? Oh. Ja, bin krank dabei. Okay, ich stehe wieder. Okay. Oh, jetzt liege ich. Okay. Jetzt komm ich klein. So, warte mal. Jetzt liegt's. Kann man. Vorsicht, die ganzen kleinen kommen hoch. Warte mal, irgendwie. Ach, da vorne, wo die grüne Taste ist, oder? Oh! Chef, du musst das regeln! Ja, ja. Wir wissen doch, was dabei rauskommt. Wir sehen's. Das hat gut funktioniert. Mich kriegst du niemals lebend. Ja, sieht man. Okay, also wir müssen dafür sorgen, dass die da stehen bleibt, und dann muss einer das grüne Knöpfchen drücken, glaube ich. Hm. Schwierig zu unterfangen, würde ich jetzt mal behaupten. Ein Magazin wäre gut. Wir haben 8 Minuten, Sir. Ich werde sie da rausholen. Sind Sie verrückt? Wow. Winter, hauen Sie ab! Bishop, die Königin ist mit uns hier im Hangar. Sind gleich da. Machen Sie sich unsichtbar, Winter. Guter Plan. Also unsichtbar machen. Brauchen Lagebericht. Ich kann die Tür nicht öffnen, wenn sie noch da drin ist, Winter. Wissen Sie, wie der Frachtabwurf funktioniert? Nein. Damit kann man Fracht im Flug abwerfen. Bin ganz ordentlich, Schab. Sie müssen den Frachtabwurf zurücksetzen, bevor Sie ihn benutzen. Die automatische Ausrichtung wurde bei dem Unfall zerstört. Das müssen Sie manuell. Warum komme ich hier an den Hebel ran? Habe verstanden, Bishop. Schaffen Sie sie zum Frachtabwurf, bevor Sie den Hebel betätigen. Okay.
Nein. No. Oh. Ich hole sie mal zu mir. ja. Also sie musste auf die Schiene. Erstmal muss ihr komische Hebel wieder zurück. Arbeite dran. Wow. Ich bin down. Doch nicht. Okay, spannen wir mal den Hebel. Immer wieder derselbe Hebel oder wie ist das? Da wo die Rampe jeweils stoppt. Ah, okay. Ich versuche mal das Feuer, sei schon, sie auf mich zu lenken. Jo, hab wieder einen. Vorsicht, da kommt einer kleiner. Okay, sie schaut mich nur doof an, also... Nö. Ihr solltet freie Bahn haben. Ich blende sie mit der Macht meiner Taschenlampe. Ja, die muss noch auf die Rampe drauf. Ja, aber erstmal spannen, oder? Ja, spannend ist. Ist? Dann lenkt sie mal auf euch. Und in dem Moment, wo sie rüber geht... Ja, hau ab! Toll. Hat nicht so richtig funktioniert, alles klar. Kann vorkommen. Ja, okay, das Drücken des Knopfes dauert länger als ich dachte. Okay. Also, helf mal Bulli, sie ist so ein bisschen auf meiner Seite. Ja. Perfekt, danke. Glück, Pistolenmunition hat man unendlich. Ja, du hässliches Ding, du. Au, au, da war ich zu nah dran. Aua. Oh. Ja. Hilfe. Okay, zurückgefahren ist. Nee, ich komm. Hinter dir ist noch ein Alien. Oh. Guck, ob ich... Ah, du bist... Okay. Mir geht's wieder gut. Dann, ja. Drück den Hebel. Okay. Drücke. Oh, nein! Gerade in dem Moment springt die darüber, ey. Dabei habe ich mich für euch geopfert. Wie, du bist tot? Ja, ich bin halt hinten ausgesaugt worden. Du Sau. Toll. Ich hab's jetzt erwischt. Wie, jetzt seid ihr beide tot? Nee, noch nicht ganz. Jetzt bin ich tot. Bleib ganz entspannt, ich komm schon. Aber wir wissen jetzt, wie es ungefähr geht. Warum bist du tot? Hat dich da ein Viech noch umgebracht oder was ist da? Nö, das läuft hier aus. Das war dumm. Ja, hat doch gepasst. Ach Gott. Das Schirme immer, wenn die Königin geht. Ja, komm. Ja, klar. Versteckt mich ja jetzt auch nicht gerade wirklich.
Geh doch mal rüber. War nee, das schon? Immer zu dir zu gehen. Ja, ja. Sag mal, das gibt's doch bald nicht. Einfach dran vorbeirennen, hoffen, dass du überlebst. Glaube ich auch langsam. Gelacht, wenn ich das hinkriege. Oh, ja, klar. Ja, jetzt hast du mich gesehen. Ist klar. Ist klar. Was haben die mal Augen? Ja, klar, hier komme ich natürlich nicht lang. Ah. Bösen, bösen Entwickler. Ein sinnloses Unterfangen alleine. Na, nicht unbedingt. Alleine ist das machbar. Ich hab's ja auch so schon mal alleine geschafft. Problem ist, der PC bescheißt hier doch irgendwo, die KI. Das kannst du mir nicht erzählen. Ich glaube, du musst es hier echt penetrant anstellen irgendwie. Ah! Ah, ein Treffer für Drex. Ja, aber auch nur ein. Muss das Scheißding nicht langsam mal geladen sein? Nee, natürlich nicht. Einen noch. Wow! Ah, komm, komm. Sieht gut aus. Komm. Steh auf! Glück gehabt. Ah, jetzt musst du noch davon hinstellen. Ja, war wohl nichts. Ach, ich gehe mal davon aus, er wird sich heroisch opfern. Aktiviert. Motor läuft.
Viel Glück, Captain. Schauen wir mal, ob dieses Teil fliegt. Echt schön. Ist das wirklich alles passiert? Auf Schneider. Hinter dieser Tür ist Michael Wayland. Der Grund, warum wir alle hier sind. Der Flugschreiber der Sulaco ist verloren. Wei Yu hat alles in dieser Einrichtung vernichtet. Wir brauchen ihn lebendig und wir brauchen alles, was er weiß. Verstanden? O'Neill, ich brauch dich, Kumpel. Wir kriegen diese Kerle. Halt, stopp, stopp! Bevor ihr mich erschießt, wartet! Haben Sie überhaupt eine Ahnung? Wissen Sie überhaupt, was Sie anrichten? Bitte, bitte, tun Sie das nicht. Ich bin nur das Gesicht des Unternehmens. O'Neill, überlegen Sie sich, was Sie tun. Hab ich. Wir haben Sie, Kumpel. Nimm die Waffe runter. Kann ich nicht. Irgendwer muss büßen. Für Cruz. Für Keys. Für alle, die wir verloren haben. Für Sie. Muss ich erst Ihren Namen nennen? Wenn jemand Ihren Namen sagt, schieße ich ihm den Kopf weg! Das schwöre ich! Bitte schießen Sie mich. Reden Sie nicht mit mir, Sie Dreckskerl! Darf ich Ihnen etwas sagen? Bishop, gehen Sie mir gefälligst aus dem Weg! Nein. Ich mache keine Scherze, Bishop. Wenn Sie mir nicht aus dem Weg gehen, schieße ich Sie über den Haufen! Das werden Sie nicht, denn Bella würde das nicht wollen. Ich habe gesagt, nicht Ihren Namen! Bella. O'Neill, schießen Sie! Hicks, was? Was soll das, Mann? O'Neill, Sie sollen ihn erschießen! Das ist der Plan! Treten Sie zurück, Corporal! O'Neill, tun Sie es nicht! Ach, danke, dass Sie es nicht getan haben. Oh mein Gott! Ich hab gerade euren Gott erschossen. Wir brauchten ihn! Seht genau hin. Das war nicht der echte Wayland? Nein, Corporal. Aber woher haben Sie gewusst, dass er nicht der echte war? Wir sollen also rausfinden, was er wusste? 13 Wochen und 4 Tage lang war ich in Ihrer Gewalt. Stundenlange Folter. Immer wieder und wieder. Manchmal dachte ich, ich stehe es nicht durch. Aber wenn man nur zu zweit in einem Raum ist, merkt man, wenn der andere nicht atmet. Warum ließen Sie ihn nicht am Leben? Weil er euch alle bei der ersten Gelegenheit getötet hätte. So funktionieren die. Bishop? Ich kann alle seine Daten herunterladen. Das ist ein Sondermodell. Wir könnten Glück haben. Was brauchen Sie, Bishop? Macht Platz und bringt mir ein Skalpell. Ist das gefährlich? Mein Gehirn ist verkabelt. Blöde Frage, Entschuldigung. Sind Sie bereit, Bishop? Ich bin schon beim Herunterladen. Einen Moment, Winter. Wird das funktionieren? Das funktioniert. Woher wollen Sie das wissen? Sie haben also auch ein Mädchen verloren? Ja. Ich auch. Es muss funktionieren. Bishop, sind Sie in Ordnung? Sagen Sie mir, dass wir etwas haben. Irgendetwas. Wir brauchen echt einen Erfolg. Wir haben alles. Ja. Haben wir es geschafft. Juhu. Ja, und wer hat schlussendlich den Tag gerettet? Ja, sag das ruhig. Da kannst du dir jetzt was drauf einbilden, Chef. Ja, mache ich auch. Nur dadurch, dass ich der Luftschleuse gesprungen bin und ausgekundschaftet habe, ob auf dem Boden nicht irgendwelche Matratzenberge liegen. Ach so, ja. Denen das Alien noch hätte überleben können. Nur dadurch habe ich die Situation. Ach so, nennt sich das dann also. Ah ja, okay. Damit ist das Projekt Aliens Colonial Marine
Nee, Alien Colonial Marines, so rum. Denke ich mal auch abgeschlossen. Aliens Colonial Marines. Ach doch, Aliens, ne? Was? Wir sagten ja, oh shit. Nein, also ich danke euch beiden auf alle Fälle, dass ihr mit dabei wart. Hat viel Spaß gemacht. Immer wieder gerne. Und ich hoffe, wir machen demnächst wieder was zusammen. Wir lassen uns ja was einfallen. Entweder sowas wie Left 4 Dead oder irgendwie in der Richtung. Mal gucken, wie wir alle Zeit und Lust darauf haben. Aber gerne auf alle Fälle wieder. Ich hoffe, euch hat es genauso Spaß gemacht. Ja, sehr. Ja. Alles klar. In diesem Sinne, schön, dass ihr alle mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo oder ein Like da. Aber Hauptsache, ihr schaut das Video. Wollt ihr noch was sagen? Dass wir uns hoffentlich bald wiedersehen. Wieder hören. Ja, oder wieder hören, wieder reden, wie auch immer. Alles klar, auf Wiederhören dann, ne? Alles klar, macht's gut. Euer Scotty. Ciao, ciao.